Was geht denn da ab? Der Scharfschütze guckt mich so böse an. Der zweite Typ, der exakt in dem drin liegt, auch. Da dreht sich der bei der immer, der mit dir auch noch? Ja. Von der Offizier? Wird er denn nicht hier drin sein? War er sonst immer. Alles durchsucht und immer noch in einem großen Raum hier hinten. Der fährt den M-Ramp davon. Offensichtlich nicht hier. Der MM-Rap. Lange! Da kommt der Heli, jetzt kannst du deinen Plan umsetzen. Hopp, der MRAM steht vor der Tür. Ah, da lief er. Ja, hast du die Tür aufgemacht. Schon wieder zugemacht. So, warte, dann sorge ich hier drin mal für gute. Für. So, Stimmung. Was ist? So. Wer hat die Tür aufgemacht? Ich nicht! Ah! War es eine Schlange? Ja. An der war's. Mach mal das Nachtsichtgerät aus. Die Schlange war es tatsächlich. Sie nicht erschossen hast. Hopp, da kommt der M-Rap. Von der Handgranaten da. Ja, waren sie. Nein. Ah! Scruffy, was war das? Das war eine, die abgeprallt ist in der Regenrinne. Sind die ausgestiegen oder reagiert ihr nur so nicht mehr? Der Weh, bist du noch im Spiel? Oh oh. Von Headshot davon geht der unter dem Turm da. Ah, der M-Rap schießt. Jetzt ist der Schütze tot und der Fahrer. Glaube ich. Zumindest kann man es so sehen. So, Neo, ist dir schon was aufgefallen? Wir beide leben, Steffi ist tot. Was anderes. Fahrzeuge waren abgeschlossen. Was anderes. Vorne läuft jemand. Er schießt ihn. Weit weg. Sonst ist dir nichts aufgefallen. Soll mir denn aufgefallen sein?
Dann kommen wir hier vorne zur Schießbahn, dann gucken wir mal, wo der Typ ist, der da läuft. Wir starten gleich mal neu für Steffi. Ah, da hinten sind Häuser. Ah, genau das meinte ich. Da oben. Der Rotor? Kann ich mal auf ihn schießen, ja. Da ein bisschen schneller, oder? Ja, verschwinde doch! Bin verjagt. Wie, du hast keine Rotorblätter. Also bei mir habe ich keine Rotorblätter mehr. Du, bei mir fliegst du noch mit deinem Rotor ganz glücklich. Die Hülle ist rot, die Instrumente sind orange und ich habe keine Rotorblätter mehr in der Außenansicht. Ich habe extra hochgeguckt, nichts gesehen, ich bin in die Außenansicht. Ja, ich kann aufhören zu schießen. Muss ich zurückschießen. Erklären? Jetzt ist der Hauptrotor auch rot und er qualmt. Ich fliege ohne Rotor. Niemand braucht einen Rotor. Rotoren sind überbewertet. Davi, wo liegt deine Leiche? Wow! Da so? Das fürs Elchkind hat nicht gereicht. Oh, jetzt Loki. Hätten wir so viele neue Fahrzeuge, auch wenn sie kaputt sind. Cool. Ich fliege immer noch. Er kann mir gar nichts. Gar nichts. Niemand braucht Rotoren. Die Hülle ist rot, der Motor orange, Instrumente rot, Hauptrotor ist auch rot. Ja. Nur ADRQ, das ist noch in Ordnung. Und ihr könnt mir gar nichts. Jetzt kann ich nur nicht mehr zielen. Gut, muss ich mal nach Tracern machen. Deswegen habe ich meine optische Perplex schon mal darüber nachgedacht. Ah shit, ich habe keine Flares mehr. Jo. Die kannst du mitnehmen heute. Wer ist denn der Kopf? Hallo? Das ist jetzt ein Schach. Einer gefallen. Sag mal, ist der eigentlich immer noch in der Luft? Natürlich! Wer braucht schon Rotor? Haben wir irgendwo A-Raketen? Also AA-Raketen und Launcher hätte ich jetzt. Auf! Kannst du dich an den Panzern auch funktionieren mit AA? Woran? An den Panzern. Da bringt mir nichts, wenn ich nicht so weit komme. Ich muss ja noch jemandem ausweichen. Ständig der versucht mich zu rammen. Er kriegt mich nicht! Ich hab ja keine Kanonen hier. Oh, jetzt hat er mich. Ja, nee, ist klar. Ey, was ist das denn für ein Krüppel? Das Ding hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Hält ja gar nichts aus. Könnte ich dich mitnehmen. Bitte drum. Genau, ich fahr schon in der Third Person. Weiß nicht, ich kann in der Third Person nicht mehr so gut fahren. Alter, 80 schafft der auch. Ey, ist schon wieder den Reifen kaputt vorne, das gibt's ja nicht. Alter, was ist denn das für ein Kuppel? Restart die Mission nochmal. Okay.
So, und jetzt Gas geben. Ich geb Vollgas. Jetzt Shift. Oh. Interessant geparkt. Ich hab's sogar geschafft anzuhalten. Plöpp. Sieht gut aus. Oh, da hat sie den Reifen zerfetzt. Ah, und? Geh mal vorsichtshalber Achtung, auf die andere Achtung, Seite. Achtung. Ich hab mir das auf Video hast, Alter. Ja, natürlich. Natürlich. Boah, Alter, schwierig. Meine Geräte sind. Ach nee, einer ist doch kaputt. Warte, ich hol nochmal den anderen. Komm, Kurve, Kurve, Kurve. Ja. Komm. Sauber. Geschafft. Ey, das nenn ich einparken, ey. Wir fast nur runtergerutscht hin. Salutiere dir. Schau mal die Brille, die ich hab. Die ist neu, oder? Also die gibt's sogar schon seit einer Weile beim Edeka. Ich meine den Namen. Ja, du, warte, ich heil dich mal. Ja, danke dir. Ich habe auch extra Gewicht abgenommen. Ich habe keine Sachen mehr. Doch, Minendetektor. Das ist ja ganz interessant. Ich habe einen Minendetektor. Ah, praktisch. Ja, sonst hätte das auch nicht. Etwas. Sonst hätte das auch nicht funktioniert. Ich kann auch an deinen Rucksack, den ich nicht sehe unter dem Busch, aber. Und der auch leer ist. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt werde ich jetzt hier vorne runterfahren, ganz vorsichtig, und dann gucken wir mal, ob du mit dem hinten reinpasst. Mit dem Quad. Hm. Ist interessant, oder? Okay. Okay. So. Ich glaube, die Schräge ist nicht so gesund, oder? Ich glaube auch. Pass auf, nicht weiter zurück. Nicht weiter zurück. Hui. Ich weiß jetzt aber, wie ich mit dem Großen da drauf komme. Ich start nochmal. Okay. Und wir werden zu langsam, wenn wir nicht auf. Gut, wir sind back. Zu spät. Boah. Okay, kannst anfliegen. Es ist auch selten, dass der Helikopterpilot dem Fahrer sagt, Autofahrer, du kannst anfliegen. Aber stimmt ja. Hi. Wow. Alter. Das war noch mehr Tempo. Jetzt sind mir die Reifen geplatzt. Ich bin sogar über das zweite Silo drüber gesegelt. Direkt genug? Ja. Treffer. Oh, ich werde immer zu schnell. Kann man das Ding nicht drosseln auf maximal 70, 80? Weißt du, genau das meine ich. Da hinten, wo du jetzt bist, das ist eigentlich die perfekte Position. Klar ist das cooler, wenn er jetzt irgendwie so 20 Meter hinter mir im Tiefflug versucht, mich wieder mit der Kufe zu treffen, aber... Wow! Schulter geguckt und sie nach vorne geguckt hat, hätte ich fast dieses Verkehrsschild mitgenommen. Ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass auf diesem Weg Verkehrsschilder stehen.
Brett nochmal lieber über die Schulter. Ab ins Gelände, da habe ich einen Vorteil mit dem Quad. Halt, warte. Da habe ich den Nachteil mit dem Quad, dass die Lebensgefahr auch ohne den Heli steigt. Komm hin. So ungefähr. Na, Steine. Das war's. Ist er dem Sprung ausgewichen? Natürlich, weil genau bei. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab auch noch überlegt, ob ich mitspringen soll. Asynchrone Kriegsführung. Ah, der ist ja immer noch da. Natürlich. Oh, diese Karre! Oh, schrecklich, sag ich dir. Ist ja wirklich, wie soll das Ding? Schlimmer, wobei, ich bin noch nicht umgekippt, also noch nicht so gut wie ein Arm. Wobei. Du versuchst extra langsam zu fahren, oder? Versuch dein Tempo zu halten. Die habe ich gesehen. Sicher. Was? Oh oh. Fährt noch. Die Frage ist, wie schnell. Keine Ahnung. Muss ich dich da unten rausholen? Stopp. Genau. Nicht. Irgendwie. Der Flip. Jetzt fangen sie an zu brennen. Gut. Da, sie läuft weg. Jetzt brennt die andere auch. Warum? Hatten wir mit dem Heli sowas ähnlich? Ja, jetzt da die große. Was zur Hölle? Vergiss. Muss ich das verstehen? Da ist sie wieder. Nicht drauf schießen.